Proxima Centauri B, T-Garden B und C oder R218b. Diese Namen fielen immer wieder in Zusammenhang mit der Suche nach einer erdähnlichen außerirdischen Welt, einem Planeten, der einen anderen Stern umkreist und sich viele Lichtjahre entfernt befindet. Die Sehnsucht der Menschheit, extraterrestrisches Leben zu finden, sowie die Neugier der Astronomen und Physiker entlockten diesen Welten schon viele Geheimnisse. Doch die Bestätigung von Leben auf einem anderen Planeten als die Erde blieb bislang stets aus. In den meisten Sternensystemen, die Astronomen gefunden haben, gibt es meistens eine, vielleicht auch zwei wirklich erdähnliche Planeten. Im Falle von T-Garden B und C sind es zwei an der Zahl, im Falle des Sterns Proxima Centauri wahrscheinlich nur ein einziger. Das würde zwar aus dem sonnennächsten Stern einen ganz interessanten Kandidaten für eben jenes Alienleben machen, doch wissen Astronomen bislang nicht um die genauen Eigenschaften dieses Planeten, geschweige denn von erdähnlichen Himmelskörpern in noch weiter entfernten Systemen. Doch seit dem Beginn der Exoplanetenjagd vor etwa 2 bis 3 Jahrzehnten ist die Zahl der entdeckten Welten nahezu explodiert. Über 5000 außerirdische Welten wurden bislang entdeckt. Die Zahl steigt rasant weiter, je mehr hochleistungsfähige Teleskope im Weltraum oder auf der Erde zur Suche nach diesen Welten abkommandiert werden. Unter all den gefundenen Planeten sticht ein System besonders heraus, TRAPPIST-1, in etwa 40,7 Lichtjahren Entfernung zur Erde, ein roter Zwergstern mit nur einem Bruchteil der Masse unserer Sonne und einem noch kleineren Teil ihrer Leuchtkraft. Jetzt mag man sich an dieser Stelle denken, wie soll sich um so einen Winzstern denn eine erdähnliche Welt befinden? Trotz oder gerade wegen der geringen Masse dieses Sterns befinden sich nicht eins, nicht zwei und auch nicht drei, sondern gleich 7 terrestrische Planeten in diesem System, die von Astronomen alle das Label erdähnlich erhalten haben. Nun mag man darüber streiten, was wirklich erdähnlich ist und was nicht, doch gleich 7 Himmelskörper zu haben, welche den terrestrischen Himmelskörpern des Sonnensystems ähneln, ist schon eine Wucht und wurde bislang von keinem anderen Sternensystem übertroffen. 2016 wurden die ersten 3 Planeten entdeckt, 2017 dann nach Beobachtungen mit dem Spitzer Weltraumteleskop die Existenz 4 weiterer Welten bekannt gegeben. Was sagt uns die Wissenschaft 7 Jahre nach der Entdeckung von TRAPPIST-1? Welche neuen Erkenntnisse gibt es und welche Untersuchungen stehen noch an? Was wissen wir gesichert über die Planeten, was ist Mutmaßung und was unmöglich? Begleitet mich heute auf eine Tour durch TRAPPIST-1, seine Planeten, ihre Entstehung und ihren Eigenschaften, der Resonanzketten und schließlich der Frage, sind die Planeten von TRAPPIST-1 bewohnbar? Macht euch gefasst auf die neuesten und aktuellsten Erkenntnisse, die unter anderem mit dem James Webb Space Teleskop erzielt wurden. Die Entstehung der Planeten in unserem Sonnensystem bleibt den Astronomen ein Rätsel, denn dabei handelt es sich um ein Ereignis, bei dem wir Menschen naturgemäß nicht zugegen waren. Doch durch Observationen anderer Systeme und ausgeklügelten Computersimulationen konnten Wissenschaftler einen einigermaßen befriedigenden Konsens finden. Und wenn man die Entstehung der Planeten auf TRAPPIST-1 überträgt, gibt es viele Prozesse, die ähnlich wie bei uns abgelaufen sein müssen, die aber dennoch aufgrund des deutlich masseärmeren Sterns einige Unterschiede aufweisen. Viele Studien, welche die Entstehung von Himmelskörpern in einem Sternensystem mit einem roten Zwerg modellieren, starten damit, etwa mondgroße Himmelskörper anzunehmen. Diese entstehen wiederum aus kleineren Planetesimalen, Materiebrocken von der Größe eines Sandkorns bis hin zu mehreren hunderten Kilometern Durchmesser, die sich in einem Orbit um den jungen Stern befanden und aufgrund der allgemein gegenwärtigen Gravitation irgendwie zusammenfanden. Alle diese mondgroßen Stücke befinden sich in der sogenannten Akkretions- oder Materiescheibe des Sterns. Nicht die gesamte Materie befindet sich im Zentrum eines Sternensystems. Zwar besitzt etwa unsere Sonne über 99% der Masse in unserem Sonnensystem, doch fällt der Rest auf die Planeten ab. So auch bei TRAPPIST-1, als dieses System sich aus einer interstellaren Gaswolke entwickelte. Diese jungen Himmelskörper wollen wir der Verständlichkeit halber planetare Embryonen nennen, denn sie sind die konkreten Vorläufer von größeren Planeten. Es gab in TRAPPIST-1 sicherlich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von ihnen, und sie schwirrten kreuz und quer durch das gesamte Sternensystem.
Die meisten von ihnen befanden sich auf einer Ebene mit ihrem Stern, der Ekliptik, doch andere wurden durch größere Massen entweder aus dem System geworfen oder in eine sehr schräge und der Ekliptik stark geneigte Umlaufbahn gezwungen. Für den inneren Bereich von TRAPPIST-1 können wir die Bildung von Gesteinsplaneten annehmen, wobei der Anteil an schweren Metallen, also der Anteil an schweren Metallen bei diesen Planeten, sinkt, je weiter die Planeten von ihrem Zentralgestirn entfernt sind, beziehungsweise je weiter entfernt sie von ihrem Zentralgestirn entstehen. So ist außerdem noch zu erwarten, dass sich auf den planetaren Embryonen jenseits der sogenannten Eislinie Gase in flüssigem Zustand befinden. Die Eislinie ist übrigens der Abstand vom Zentralstern, ab dem es kalt genug ist, dass flüchtige Stoffe wie Wasser, Methan und Ammoniak zu Eis kondensieren. Im Laufe der Planetenbildung geschehen viele Prozesse, darunter Massenzuwachs durch Akkretion, Verschmelzung und Kollision von planetaren Embryonen untereinander, Fragmentierung infolge dieser Kollision und schließlich die Wanderung von Planeten ins innere TRAPPIST-1-System. Dies wird auch planetare Migration genannt und ist ein Prozess, bei dem ein Planet durch die Wechselwirkung mit der umgebenden Gasscheibe bzw. Akkretionsscheibe nach innen wandert. Im Sonnensystem sind vermutlich Jupiter und Saturn einige Milliarden Kilometer ins innere Sonnensystem gewandert. Im TRAPPIST-1-System haben Astronomen die Entwicklung der Zusammensetzung der Planeten mit Hilfe eines sogenannten Staubkondensationscodes nachverfolgt, der nachvollzieht, wie verschiedene Staubarten aus der umgebenden protoplanetaren Scheibe, also Akkretionsscheibe, auskondensieren, während diese abkühlt und sich entwickelt. Und so dauert es vielleicht nur einige Millionen Jahre, bis sich etwa 7 terrestrische Planeten im TRAPPIST-1-System gebildet haben. Astronomen vermuten, dass die 2 inneren Planeten des TRAPPIST-1-Systems, also TRAPPIST-1b und TRAPPIST-1c, kurz nach ihrer Bildung wahrscheinlich gigantische Einschläge erlebt haben. Diese könnten dazu geführt haben, dass Fragmente aus den kollidierenden planetaren Embryonen in weitere Orbits geschleudert wurden, die dann die Keime für die weiteren Planeten bildeten, die anschließend durch Akkretion wuchsen. Dies sei laut Astronomen nur in einem System mit einem roten Zwerg möglich, da hier die Entfernungen zwischen den Planeten bzw. den einzelnen Orbits nicht so groß sind wie die Entfernung der Planeten zueinander im Sonnensystem, sodass planetare Kollisionen Bruchstücke von Planetenembryonen auf eine Umlaufbahn schleudern konnten, die sich einige Millionen Kilometer entfernt befindet. Einige Studienergebnisse zeigen, dass die beiden inneren Planeten, zusammen mit der hohen Anzahl an Rieseneinschlägen, wahrscheinlich ausgetrocknet sind und nur aus einem Kern und einer weiteren Schicht bestehen. Das deutet darauf hin, dass sie in der Vergangenheit erhebliche Mengen an Wasser und andere flüchtige Stoffe verloren haben könnten. 2-Schichten-Modelle, die aus einem Kern und einem Mantel bestehen, scheinen jedoch für die meisten der verbleibenden äußeren Planeten unwahrscheinlich. Das legt nahe, dass diese Planeten eventuell noch eine ursprüngliche Hydrosphäre besitzen, also eine Schicht aus Wasser oder anderen flüchtigen Stoffen, die nach der Planetenbildung erhalten geblieben sind. Wir haben also 2 sehr trockene Planeten und 5 oder 6 weitere, die anscheinend noch Wasser besitzen. Doch wie sehen diese Planeten genau aus und welche Eigenschaften besitzen sie? Lasst uns bei TRAPPIST-1b beginnen. Seine Entdeckung wurde erstmals am 2. Mai 2016 angekündigt. Der Planet ist etwa 37% massereicher und etwa 39% größer im Volumen als die Erde. Beobachtungen mit dem James Webb Space Telescope, die 2023 getätigt wurden, deuten darauf hin, dass er keine signifikante Atmosphäre hat. Er dürfte sehr dunkel gefärbt sein, besitzt also eine niedrige Albedo. Man kann sich den Planeten wie eine riesige, atmosphärelose Venus vorstellen. Doch dazu gleich mehr. Und jetzt stell dir vor, lieber Zuschauer, du würdest zu diesem Himmelskörper reisen. Auf dich würde auf der Oberfläche dieses Planeten die 1,1-fache Schwerkraft der Erde wirken. Das wäre gerade noch so in Ordnung und du könntest dich, wenn auch mit einigen zusätzlichen Kilo auf den Rippen, recht normal fortbewegen. Du erinnerst dich an ein Briefing vor deiner Reise, dass Anfangsschätzungen der Planetendichte darauf hindeuten, dass 1b nicht vollständig felsig ist und ein kleiner Teil seiner Masse flüchtig sein musste, vielleicht in Form einer dicken, venusähnlichen Atmosphäre, da er fast 4-mal so viel Energie erhält wie die Erde.
Nehmen wir an, es gäbe diese Atmosphäre. So könnte man die Oberflächentemperatur dieses Planeten zunächst auf zwischen 477 Grad Celsius und 1230 Grad Celsius schätzen. Möglicherweise sogar bis zu 1730 Grad Celsius. Das ist viel heißer als die Oberfläche der Venus und könnte gar so heiß sein, dass diese geschmolzene Lava wäre. Doch Observationen mit dem Webb-Teleskop deuten darauf hin, dass der Planet keine signifikante Atmosphäre besitzt. Mit einer gemessenen Oberflächentemperatur von immerhin noch 230 Grad Celsius und einer niedrigen Albedo, also einem niedrigen Rückstrahlvermögen, sodass er sehr viel Sternenlicht aufnimmt. Der Planet könnte aufgrund von Gezeitenquetschung geologisch sehr aktiv sein, ähnlich dem Jupitermond Io, der eine ähnliche Umlaufperiode und Exzentrizität um den Jupiter wie 1b um seinen Stern aufweist. Wir hätten also entweder einen höllenartigen Planeten mit einer dicken Atmosphäre und vielen Vulkanen vor uns oder eine Art riesigen Merkur mit vielen Vulkanen. Deutlich wird, dass dieser Planet alles andere als habitabel sein dürfte. Deshalb begibst du dich schnell von diesem Planeten herunter, denn es wird dir irgendwann, ob mit oder ohne Atmosphäre, viel zu heiß in deinem Raumanzug, der dich zwar kühlen kann, den mörderischen Temperaturen von TRAPPIST-1b aber nicht lange gewachsen ist. Vorausgesetzt, du stehst auf der Tagseite. Unweit von 1b entfernt zieht TRAPPIST-1c seine Bahnen, ein felsiger Exoplanet, der als drittgrößter und drittmassereichster Himmelskörper dieses Systems hervorsticht. Du beschließt, auf ihm zu landen und ihn genauer zu untersuchen. Schon im Orbit fällt dir auf, 1c ist ungefähr 131% so massiv und 100% so groß wie unsere Erde. Seine Dichte lässt auf eine überwiegend felsige Zusammensetzung schließen. Und obwohl die James Webb Weltraumteleskop-Beobachtungen von 2023 eine dicke CO2-Atmosphäre ausschlossen, kannst du auf deinen helminternen Scannern eine dicke, von abiotischem Sauerstoff dominierte Atmosphäre erkennen, wie sie bei roten Zwergsternen häufig auf Planeten vermutet wird. Und jetzt stell dir vor, du stehst auf der Oberfläche von diesem Planeten. Du blickst in den Himmel und siehst deinen Gastgeberstern, den ultrakühlen roten Zwerg TRAPPIST-1, der nur 0,121 mal so groß und 0,089 mal so massereich wie unsere Sonne ist. Doch trotz seiner geringen Größe strahlt er eine Hitze von 2500 Grad Celsius aus und ist zwischen 3 und 8 Milliarden Jahre alt. Dass der Planet geologisch sehr aktiv ist, ähnlich dem Jupitermond Io, was wiederum wie bei 1b auf starke Gezeitenkräfte durch die Nähe zum Stern zurückzuführen ist. Du bist zwar froh, nicht mehr auf 1b zu stehen, aber die Menge der Energie, die man hier auf 1c erhält, würde auf der Sonnenseite ausreichen, um deine Anzugssysteme an ihre Grenzen zu bringen. Wenn du hier bleiben würdest, hättest du alle 2,42 Tage Geburtstag, da der Planet seinen Stern sehr schnell umkreist. Zum Glück hast du beschlossen, am Terminator des Planeten zu landen, also dem Übergang von der Tag- und Nachtseite. Du befindest dich hier in einer ewigen Dämmerung. Trotz dieser Nähe enthält der Planet nur etwa 2,1 mal so viel Sonnenlicht wie die Erde, was aber ausreicht, um eine Temperatur von 100 Grad Celsius am Terminator zu erreichen. Du gelangst schließlich zu TRAPPIST-1d. Auch dieser ist ein erdähnlicher Planet, nicht viel größer als unsere eigene Heimat. Die genaue Größe und Zusammensetzung dieses Planeten sind noch Gegenstand von Forschung, aber wir wissen, dass seine Transitlichtkurve auf einen erdähnlichen Radius hinweist. Das deutet darauf hin, dass er wie die meisten erdähnlichen Planeten hauptsächlich aus felsigem Material besteht. Seine Umlaufbahn um seinen Heimatstern ist ebenso faszinierend. Wissenschaftler haben eine Reihe möglicher Umlaufzeiten zwischen 4,5 und 72,8 Tagen ermittelt. Das bedeutet, dass ein Jahr auf TRAPPIST-1d, abhängig von seiner endgültigen Umlaufbahn, nur wenige Erdentage bis etwas mehr als 2 Erdmonate dauern könnte. Er dürfte also, was für einen inneren Planeten sehr ungewöhnlich ist, eine stark elliptische Umlaufbahn besitzen. Befindet er sich nah an seinem Stern und seine Atmosphäre dürfte von Gasen nur so wimmeln. Befindet er sich zu weit entfernt vom roten Zwerg, dürfte die Atmosphäre, wie auf Pluto oder anderen Zwergplaneten des Sonnensystems, gefrieren und als Schnee auf seine Oberfläche niederregnen. Einer der spannendsten Aspekte von TRAPPIST-1d ist aber die Möglichkeit, dass er sich in der bewohnbaren Zone seines Heimatsterns befinden könnte.
Untersuchungen legen nahe, dass die Strahlung, die TRAPPIST-1D erhält, etwas geringer sein könnte als jene Strahlung, die die Erde von der Sonne bekommt. Das könnte darauf hindeuten, dass die Bedingungen auf TRAPPIST-1D potenziell günstig für das Vorhandensein von Wasser in flüssiger Form sind. Ein Schlüsselindikator für die Möglichkeit von Leben, wie wir es kennen. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst auf der Oberfläche von TRAPPIST-1D. Die Landschaft könnte von felsigen Strukturen dominiert sein, wie wir sie auf der Erde kennen. Der Himmel könnte eine andere Farbe haben als der blaue Himmel, an den wir gewöhnt sind, abhängig von der Zusammensetzung der Atmosphäre des Planeten. Tendenziell würdest du jedoch, wenn die Atmosphäre zum Beispiel nicht so dick wäre, eher eine Welt sehen, wie sie von rotem Blut erfüllt wäre, denn der Zwergstern sendet rotes Licht aus. Und von deinem Standpunkt aus könntest du zwei oder mehr weitere Planeten aus diesem System sehen. Ein Anblick wie aus einem guten Science-Fiction-Film. Nur wenige Millionen Kilometer von TRAPPIST-1D entfernt haben wir einen Planeten, der für Astrobiologen sicherlich der interessanteste Himmelskörper im ganzen System sein dürfte. TRAPPIST-1E ist ein felsiger Planet, fast so groß wie die Erde. Die Astronomen haben diesen Exoplaneten mit der Transitmethode entdeckt. Das bedeutet, sie haben die minimale Verdunkelung des Sterns gemessen, die auftritt, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht. TRAPPIST-1E ist besonders, denn er ist einer von drei Planeten in der habitablen Zone, wo es bekanntlich weder zu heiß noch zu kalt für flüssiges Wasser ist. Und das macht ihn besonders interessant für die Suche nach außerirdischem Leben. Dieser Planet ist der Erde in vielerlei Hinsicht ähnlich. In Masse, Radius, Dichte, Schwerkraft, Temperatur und stellarer Strahlung. Und noch etwas. TRAPPIST-1E hat keine wolkenfreie, wasserstoffdominierte Atmosphäre. Was bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass er eine kompakte Atmosphäre wie die terrestrischen Planeten in unserem Sonnensystem hat. Mit Ausnahme von Venus, die in puncto Atmosphäre eindeutig einen Ausreißer unter den terrestrischen Planeten darstellt. Astronomen haben schon im November 2018 festgestellt, dass TRAPPIST-1E die besten Chancen von allen sieben Exoplaneten in diesem Mehrplanetensystem hat, ein erdähnlicher Ozeanplanet zu sein. Er ist definitiv der Planet in diesem System, der am meisten weitere Untersuchungen zur Bewohnbarkeit verdient hat. Nach genaueren Messungen hat TRAPPIST-1E einen Radius von 0,920 Erdradien, was ungefähr 15% weniger massiv ist als die Venus. Die Schwerkraft auf der Oberfläche beträgt 82% der Erdschwerkraft. Die Dichte ähnelt der Erde und die Berechnungen lassen auf eine feste, felsige Oberfläche schließen. Die Oberflächentemperatur ist ungefähr minus 23,5 Grad Celsius. Ihr mögt euch jetzt denken, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem lebensfreundlichen Ort. Wer deshalb schon die Hoffnung aufgibt, weil es dort zu kalt für außerirdisches Leben sein könnte, dem sei gesagt, mit der richtigen Atmosphäre könnte es wärmer sein. Der Planet umkreist seinen Stern in nur 6 Tagen und obwohl er sehr nah an seinem Stern gelegen ist, erhält er nur etwa 60% jenes Sternenlichts, das die Erde von der Sonne erhält. Mit einer Atmosphäre, die einen etwas höheren Anteil an Treibhausgasen besitzt, könnte der Planet sogar recht lebensfreundlich sein. Würdest du auf den Himmel von TRAPPIST-1E blicken, würdest du erkennen, dass der rote Zwerg viermal größer am Himmel erscheint als die Sonne auf der Erde. Der Stern würde einen Winkel von etwa 2,17 Grad einnehmen. Nachweislich ist die Atmosphäre von TRAPPIST-1E nicht durch Wasserstoffwolken dominiert, was die Chancen erhöht, dass sie erdähnlich ist und das Leben, wie wir es kennen, unterstützen könnte. Während wir unseren Besuch im TRAPPIST-System fortsetzen, denke daran. Dieser Planet ist zwar einer der besten Kandidaten für die Entdeckung von potenziell bewohnbaren Exoplaneten. Ohne weitere Daten jedoch können wir nur Mutmaßungen zur Bewohnbarkeit dieses interessanten Himmelskörpers anstellen. TRAPPIST-1F hingegen ist ein terrestrischer Exoplanet, der sich ebenfalls in der bewohnbaren Zone um den ultrakühlen Zwergstein TRAPPIST-1 befindet. Seine potenziell interessanteste Eigenschaft ist seine mögliche Gesteinsbeschaffenheit und natürlich seine Lage in der habitablen Zone. Als erdähnlicher Planet hat er einen Radius, der dem unseres Planeten nahe kommt. Seine Größe und Masse sind ebenfalls vergleichbar mit unserem Heimatplaneten. Allerdings ist TRAPPIST-1F höchstwahrscheinlich an seinen Stern gebunden, was bedeutet, dass er immer dieselbe Seite dem Stern zuwendet. Damit besitzt er die gleichen Probleme wie die anderen Planeten in diesem System,
Es gibt eine ewige Tag- und Nachtseite und einen ewigen Terminator, doch dazu später mehr. Astronomen spekulieren schon lange über eine Atmosphäre von TRAPPIST-1f. Durch Simulationen wurde festgestellt, dass er eine dicke Atmosphäre aus primordialem Wasserdampf haben könnte, was auf eine potenzielle Bewahrung einer abiotischen Sauerstoffatmosphäre hindeutet. Bisher wurde jedoch noch keine Heliumemission von TRAPPIST-1 festgestellt. Ohne eine große Menge an Treibhausgasen sind die Temperaturen auf TRAPPIST-1f extrem kalt, mit einer Gleichgewichtstemperatur von etwa minus 55 Grad Celsius. Dennoch gibt es Spekulationen über die Möglichkeit einer flüssigen Wasserquelle auf der Oberfläche. Astronomen vom Hubble Space Telescope haben Hinweise auf mögliche Wasservorkommen auf dem TRAPPIST-1 Exoplaneten gefunden, zu denen auch TRAPPIST-1f gehört. Und nun, lieber Reisender, willkommen auf TRAPPIST-1g, der vermutlich etwas größer als unsere Heimatwelt ist und eine ähnliche Dichte besitzt. Auch dieser Planet dürfte, wie alle anderen Planeten dieses Systems, ein Gesteinsplanet sein. Mit einer Masse von 1,321 Erdmassen und einem Radius von 1,129 Erdradien ist er deutlich größer als die Erde. Auf TRAPPIST-1g würdest du eine Landschaft erleben, die möglicherweise von einer globalen, dicken Eisschicht bedeckt ist. Vor deinen Augen könnte sich eine gigantische globale Wasserfläche oder eine außergewöhnlich dicke Dampfatmosphäre ausbreiten. Die Simulationen lassen vermuten, dass der Planet in den Anfangstagen seiner Entwicklung einen großen Teil seiner ursprünglichen Dampfatmosphäre behalten hat und heute wahrscheinlich einen dicken Ozean besitzt, der von einer Atmosphäre mit hunderten Bar abiotischem Sauerstoff bedeckt ist oder halt einer dicken Eisdecke, unter der sich ein Ozean befindet, wie unter den Eismonden unseres Sonnensystems, zum Beispiel Europa, Ganymed, Callisto, Enceladus oder Titan. Diese ferne Welt empfängt nur 25,2% des Sternenlichts, das die Erde erhält, was zu einer geschätzten Temperatur von minus 75,8 Grad Celsius führt. Obgleich er den roten Zwergstern immer noch schneller umkreist als Merkur die Sonne, vollendet der Planet eine Umlaufbahn um seinen Stern in etwa 12,354 Tagen, mit einer Bahnexzentrizität, die viel geringer ist als die der Erde. Astronomen erwarten sehr stabile Klimabedingungen auf dem Planeten. Wenn du zum Beispiel auf TRAPPIST-1 blicken würdest, könntest du die anderen Planeten des Systems in der Nähe beobachten, da TRAPPIST-1g in einer sogenannten 3:2 Bahnresonanz mit TRAPPIST-1h und einer 3:4 Resonanz mit TRAPPIST-1f steht. Und noch kühler und extremer als 1g dürfte die vielleicht letzte außerirdische Welt des TRAPPIST-1-Systems sein. TRAPPIST-1h ist der äußerste bekannte Planet in seinem System und hatte etwa ein Drittel der Masse der Erde. Aufgrund seiner geringen Dichte wird vermutet, dass er wasserreich ist. Der Planet hat einen Radius von 0,755 Erdradien und eine Masse von 0,326 Erden. Seine Oberflächengravitation beträgt etwa 57% der Erde. Die Umlaufbahn von TRAPPIST-1h weist eine Dauer von 18,68 Tagen auf und einen Abstand von etwa 0,0619 astronomischen Einheiten zu seinem Stern. Obwohl der Planet nahe der Frostgrenze seines Sterns liegt, könnte er flüssiges Wasser unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre beherbergen. Es wird auch vermutet, dass er einen unterirdischen Wasserozean besitzen könnte, der durch Gezeitenaufwärmung entsteht. Da der Planet für TRAPPIST-1-Verhältnisse jedoch recht weit von seinem Stern entfernt liegt, gibt es natürlich die Frage, wie stark die Gezeitenkräfte des Sterns sich auf diesen Himmelskörper auswirken. Am wahrscheinlichsten ist deshalb, dass der Planet von Eis eingeschlossen ist und eher wie ein riesiger Eismond aussieht, als wie eine erdähnliche Welt. Klingt das nicht paradiesisch? Gleich drei Planeten, auf denen es potenziell flüssiges Wasser geben könnte. Drei Himmelskörper in der habitablen Zone. Doch sieben terrestrische Exoplaneten, die rotationsgebunden sind. Weil alle Planeten wirklich sehr nah an ihrem Stern sind, zeigen sie dem roten Zwerg immer die gleiche Seite, da sie von dem Stern in ihrer Rotation quasi gebremst werden. Und obwohl dieser Stern deutlich niedrigere Temperaturen aufweist als unsere Sonne, ist seine Strahlungsaktivität für seine nah an ihm befindlichen Planeten enorm. So ist es fraglich, ob sich auf dem Planeten überhaupt noch Wasser halten konnte,
die Grundvoraussetzung für Leben nach irdischem Maßstab. Ohne eine starke Magnetosphäre können wir Wasser auf der Oberfläche so gut wie abschreiben. Die Planeten würde demnach das gleiche Schicksal wie Mars ereilen, einer fast vollständig nackten Welt, ohne bedeutende Atmosphäre und ausgetrocknet wie eine Mumie. Die Rotationsgebundenheit und die starke Aktivität des Sterns sind die größten Hindernisse für die Entwicklung von Leben. Diese Existenz so nahe am Stern hat einige bemerkenswerte Auswirkungen auf die Planeten. Bei Planeten, die sich nur wenige Millionen Kilometer von ihrem Stern entfernt befinden, können wir völlig andere Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Komponenten erwarten. Die synchrone Rotation, bei der ein planetarer Umlauf einer Umdrehung des Himmelskörpers entspricht, ist nur eine davon. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Interaktionen zwischen Stern und Planeten, die allgemeinhin wenig bekannt sind, doch für die Frage der Habitabilität, also der Bewohnbarkeit, und der Eigenschaften der Planeten eine immens wichtige Rolle spielen. Astronomen sprechen hier von den Stern-Planeten-Interaktionen, kurz SPI, die es zwar in jedem Sternensystem geben dürfte, in welchem ein Stern von Planeten umkreist wird, doch im System von TRAPPIST-1 besonders ausgeprägt sein dürften. Doch wie sehen diese aus und welche Rolle spielen sie für die 7 bekannten Planeten im TRAPPIST-1-System? Die Physiker Christian Fischer und Joachim Sau beschäftigen sich mit der sogenannten elektrodynamischen Wechselwirkung zwischen Sternen und ihren eng umlaufenden Exoplaneten. Sie unterscheiden diese dabei von Planeten unseres Sonnensystems oder eines anderen Planetensystems, da sich bei uns die Planeten recht weit von ihrem Stern entfernt befinden. Im System TRAPPIST-1 jedoch befinden sich alle Planeten bekanntlich teilweise nur wenige Millionen Kilometer vom roten Zwerg entfernt. Das komplette TRAPPIST-1-System könnte auf diese Weise ohne Probleme innerhalb des Orbits von Merkur existieren, ohne dass der äußerste TRAPPIST-1-Planet, also 1H, auch nur an den innersten Planeten im Sonnensystem herankäme. Bei so kurzen Distanzen ist die SPI, also die Stern-Planeten-Interaktion, deshalb sehr wichtig, da hier die Beziehung zwischen Sternen und Planeten deutlich enger ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und der Stern mehr Auswirkungen auf seine Himmelskörper hat. Um es einfach zu formulieren, die Stern-Planeten-Interaktion ist eine Art Dialog, der zwischen Sternen und ihren Planeten stattfindet. Eine Konversation, die durch das Medium des elektromagnetischen Feldes geführt wird. Fischer und Sau versuchen zu verstehen, wie diese Interaktionen im Laufe der Zeit variieren können. Ein Schlüsselelement ihrer Untersuchung sind die synodische und halbsynodische Rotationsperiode der Sterne, die den Rhythmus dieser kosmischen Kommunikation bestimmen. Die synodische Periode ist die Zeit, die ein Planet benötigt, um eine volle Umlaufbahn um seinen Stern zu vollenden und wieder zum selben Ort zurückzukehren. Stellt euch vor, es wäre wie ein Jahr auf der Erde, aber dann für einen anderen Planeten und dessen Stern. Die halbsynodische Periode ist genau die Hälfte dieser Zeit. Diese Perioden dienen als eine Art Metronom oder Taktgeber für die elektrodynamischen Stern-Planeten-Interaktionen. Der Aufsatz der beiden Wissenschaftler konzentriert sich dabei besonders auf die Planeten TRAPPIST-1b und c, die sich so nah an ihrem Mutterstern befinden, dass sie eine besondere Art von Wechselwirkung mit diesem haben, die als subalfvenische Wechselwirkung bekannt ist. Letztere sind ionisierte Gase, die elektromagnetische Felder tragen und beeinflussen können. Alfvenwellen sind eine Art von Plasmawellen, die in magnetisierten Flüssigkeiten, wie dem Plasma, das Sterne umgibt, auftreten können. Nun sprechen die beiden Wissenschaftler in ihrem Aufsatz von der subalfvenischen Bedingung. Diese liegt vor, wenn die Geschwindigkeit der Plasmawelle, die vom Stern ausgeht, geringer ist als die Alfven-Geschwindigkeit. In solchen Fällen können die Planeten sogenannte Alfven-Flügel erzeugen. Diese Flügel sind Strukturen aus Plasmawellen, die sich vom Planeten zum Stern erstrecken und als eine Art Brücke dienen, durch die Energie und Materie übertragen werden können. Wie ein kosmischer Fluss bilden diese Alfvenflügel einen integralen Bestandteil der elektrodynamischen Stern-Planeten-Interaktion von TRAPPIST-1. Die Wissenschaftler untersuchen dabei auch ein Phänomen, das als Poynting-Fluss bekannt ist. Benannt nach dem britischen Physiker John Henry Poynting, ist der Poynting-Fluss eine Maßnahme für die Rate, mit der Energie durch ein Medium, in diesem Fall das Plasma, getragen wird.
In ihrem Aufsatz stellen die Autoren fest, dass diese Flüsse in der Größenordnung von 10 hoch 11 bis 10 hoch 15 Watt liegen. Um das in die richtige Perspektive zu rücken, die gesamte menschliche Zivilisation auf der Erde verbraucht derzeit Energie in der Größenordnung von etwa 10 hoch 13 Watt pro Jahr. Diese Energieflüsse lösen Flares auf dem Stern aus, kurzzeitige, heftige Eruptionen auf seiner Oberfläche, die große Mengen an Energie freisetzen. Stellt sie euch vor wie kosmische Feuerwerke, die allerdings viel energiereicher und gewaltiger sind als alles, was wir von der Sonne kennen. Diese Flares können nicht nur die Umgebung des Sterns, sondern auch die nahen Planeten beeinflussen, indem sie ihre Atmosphären erhitzen und sogar Moleküle in ihre ionisierten Bestandteile zerlegen. Während solche Ereignisse auf unserer Sonne relativ selten sind, könnten sie auf ultrakühlen Zwergsternen wie TRAPPIST-1 sehr häufig auftreten. Wir wissen, dass diese Sterne zwar kühler und kleiner sind als unsere Sonne, aber auch viel aktiver und sie produzieren häufiger Flares, da der gesamte Stern von plasmatisch bedingten Umwälzungen betroffen ist. Während in der Sonne diese Umwälzungen nur im Kern und einer weiteren umliegenden Schicht stattfinden, ist bei TRAPPIST-1 der komplette rote Zwergstern betroffen, sodass die durch Kernfusion erzeugte Energie, obgleich um einige Größenordnungen geringer als die der Sonne, den Stern schneller und gewaltiger verlässt als bei seinen größeren Kollegen. Doch wäre es nur halb so interessant, sich über diese Energieflügel der Stern-Planeten-Interaktion zu unterhalten, wenn es keine Visualisierung gäbe. Die energetischen Bänder erzeugen komplexe Strukturen, die wie flatternde Fahnen oder fliegende Teppiche aussehen, die sich vom Planeten zum Stern erstrecken. Und dabei müssen wir daran denken, dies sind nicht bloß abstrakte wissenschaftliche Konzepte, sondern reale Phänomene, die tatsächlich in unserem Universum existieren. Doch was geschieht mit dem Planeten konkret, wenn ein im Vergleich zu ihm riesiger Stern mit seinen gewaltigen Energien quasi eine direkte Verbindung zu ihm aufbaut? Was passiert mit diesem zarten, zerbrechlichen Himmelskörper, der wie ein Kindergartenkind vor einem Erwachsenen wirkt und ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist? Wenn ein ständiger Zufluss von Energie und Partikeln auf die Planeten vorhanden ist, dann leiden die Atmosphären beträchtlich. Ob die Himmelskörper nun Magnetfelder besitzen oder nicht, der ständige Zufluss von Plasma erhitzt die Atmosphären, bringt sie zum Glühen, ionisiert und zerlegt sie in ihre Bestandteile. Wir haben uns schon darüber unterhalten, dass TRAPPIST-1b und vielleicht auch TRAPPIST-1c eine venusartige Atmosphäre besitzt, mit einem enorm hohen Anteil an Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid. Diese Atmosphäre könnte allerdings unter den Bedingungen, die der Planet von seinem Stern erdulden muss, nicht existieren. Alle Stoffe würden in ihre atomaren Bestandteile zerlegt und von den gewaltigen Sternwinden davongetragen. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, wie es im Planetensystem aussieht und ob diese Alfvén-Flügel bei TRAPPIST-1 überhaupt existieren. Doch wir können davon ausgehen, dass die beiden innersten Planeten ihrer Atmosphären komplett beraubt sind. Sie dürften übererdgroße, luftleere Gesteinsbrocken sein, auf der Tagseite auf mehrere hunderte Grad Celsius erhitzt und auf der Nachtseite sehr kalte Temperaturen haben. Die beiden Autoren haben in ihrem Aufsatz diese Alfvén-Flügel nur für TRAPPIST-1b und 1c nachgewiesen. Doch was ist mit den anderen Planeten? Was ist mit den in der habitablen Zone liegenden Himmelskörpern 1d, 1e und 1f? Sind sie auch davon betroffen? Nun, diese Planeten sind einige Millionen Kilometer weiter entfernt vom Roten Zwerg. Da seine Flares aber wirklich gigantisch sind, wäre es nicht überraschend, wenn 1d bis 1f ebenfalls von einem ständigen Plasmazustrom betroffen wären. Die Frage ist nur, wie stark dieser wäre. Man könnte sich gut einen schwächeren Zufluss vorstellen, der die Planeten zwar erhitzt, aber nicht unbedingt zum Glühen bringt. Das könnte sogar so weit gehen, dass diese Planeten ihre Atmosphären noch besitzen. Diese dürften bei einem schwächeren Plasmazufluss aber nicht so stark dezimiert, dennoch deutlich schwächer als auf der Erde sein. Die Welten von TRAPPIST-1 sind besondere Juwelen, und wie speziell sie sind, wird auch deutlich, wenn wir uns mit einem ganz besonderen Phänomen beschäftigen, einem, das in dieser Form vielleicht nicht einmalig sein dürfte, aber in seiner Größenordnung sicherlich von nichts anderem übertroffen wird, die planetare Resonanz. Thank you.
Vor etwa 400 Jahren kündigte der Naturwissenschaftler Galileo Galilei die Entdeckung von 4 Monden an, die den Jupiter umkreisen, jeder einzelne als heller Punkt in seinem Teleskop beobachtbar. Jahrhundertelang waren neue Entdeckungen zu diesen Himmelskörpern rar gesät. Erst in den letzten 50 Jahren, seit die Monde von Raumsonden besucht wurden und Weltraumteleskope ihren Blick auf sie richteten, ist das Wissen über sie förmlich explodiert. Obwohl sie alle eine ähnliche Größe haben, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Es gibt den Vulkanmond Io und die 3 Eismonde Europa, Ganymed und Callisto, die nicht nur differenziert aussehen, sondern auch hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte und geologischen Merkmale einzigartige Himmelskörper darstellen. Wenn wir die inneren 3 Monde aus einer Vogelperspektive betrachten und uns weit über den Polen des Gasplaneten befinden, erblicken wir etwas äußerst Faszinierendes. Ihr seht gerade, wie die Monde den Jupiter umkreisen. Fällt euch etwas auf, wenn die Monde eine bestimmte Stelle durchqueren? Lasst uns diese Stelle mit verschiedenen Klaviertönen unterlegen. Jeder Mond erhält einen individuellen Ton. Jetzt hört mal ganz genau hin, welches gravitative Spiel sich sowohl optisch als auch musikalisch auftut. Was sehen und hören wir? Es scheint ja fast, als würden die Monde Musik spielen. In Worte gefasst erblicken wir das elegante Schauspiel der sogenannten orbitalen Resonanz. Die Orbits der 3 inneren Monde Io, Europa und Ganymed hängen gravitativ zusammen. Während Io Jupiter 4-mal umkreist, zieht Europa 2-mal seine Bahn und Ganymed genau 1-mal. Diese orbitale Resonanz wird auch Laplace-Resonanz genannt und ist einer der hervorstechendsten Eigenschaften der 3 inneren galileischen Monde. Diese Eigenschaft der Monde wollen wir lunare Resonanz nennen. Doch nicht nur vor unserer kosmischen Haustür, sondern auch 40,7 Lichtjahre entfernt können wir dieses himmlische Schauspiel der Resonanz auch bei den Planeten von TRAPPIST-1 erfassen. Doch nicht nur bei 3 Himmelskörpern wie um Jupiter, sondern bei sage und schreibe allen Planeten in diesem System. Doch wie fand man das heraus, wenn man über 40 Lichtjahre entfernt ein aus 7 kleinen terrestrischen Planeten bestehendes System vor sich hat? Dazu versuchten Astronomen im Jahr 2017, die Orbitalperiode von TRAPPIST-1H zu bestimmen, basierend auf Daten, die während der Beobachtungszeit des Kepler-Teleskops gesammelt wurden. Die Daten des Teleskops wurden in verschiedenen, sogenannten Data Releases veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung des zweiten Datasets hatte ein Forschungsteam eine dynamische Analyse durchgeführt, die auf vorhandenen Daten über das TRAPPIST-1-System basierte und noch 3 Planeten im System vermutete. Diese Analyse legte bestimmte Werte für die Umlaufzeit von TRAPPIST-1H nahe, die auf dem Vorhandensein von 3 Körperresonanzen basierten. 3 Körperresonanzen sind ein Phänomen, bei dem 3 Körper, in diesem Fall Planeten, in einer bestimmten Weise interagieren, die ihre Bewegungen synchronisieren, wie wir das bei den galileischen Monden beim Jupiter haben. Die Forscher fanden heraus, dass TRAPPIST-1H mit 1F und 1G eine Resonanzkette bildete und mit diesen beiden Planeten gravitativ zusammenhängt. Anders ausgedrückt, Bahnen der 3 Planeten beeinflussen sich derart, dass sie, um eine stabile Umlaufbahn einnehmen zu können, sich zueinander in Resonanz befinden, was gegenseitige Störungen vermeidet und für stabile Orbits sorgt. So wurde allerdings nicht nur eine Resonanzkette der äußeren TRAPPIST-1-Planeten gefunden, sondern mit Hilfe dieser auch alle weiteren 4 Planeten im System entdeckt. Konkret existieren hier 4 nebeneinander liegende Sätze von jeweils 3 Planeten, die diese Resonanzbeziehung erfüllen. Die Umlaufzeiten der planetaren Orbits haben die Verhältnisse, ausgehend von TRAPPIST-1b bis 1h, 8 zu 5, 5 zu 3, 3 zu 2, 3 zu 2, 4 zu 3 und 3 zu 2 zwischen benachbarten Planetenpaaren. Jede Gruppe von 3 Himmelskörpern ist wie angesprochen in einer Dreierresonanz. Simulationen haben gezeigt, dass solche Resonanzen über Milliarden von Jahren stabil bleiben können,
aber ihrer Stabilität stark von den Anfangsbedingungen des Systems abhängt. Viele Konfigurationen werden nach weniger als 1 Million Jahre sogar instabil. Die Resonanzen verbessern den Austausch von Drehimpuls zwischen den Planeten, was zu messbaren Variationen, früher oder später, in ihren Transitzeiten vor TRAPPIST-1 führt. Diese Variationen liefern Informationen über das Planetensystem, wie die Masse der Planeten, wenn andere Techniken nicht verfügbar sind. Und sie sind es, die den Autoren der 2017er Studie dabei halfen, die restlichen 4 Planeten im System zu finden. Und um dieses Kapitel zu einem Abschluss zu bringen, lasst uns das TRAPPIST-1-System mit musikalischen Klängen unterlegen. Die 7 terrestrischen Welten von TRAPPIST-1 sind eine einzigartige Entdeckung. 7 erdähnliche Planeten, die einen anderen Stern als die Sonne umkreisen, haben wir nicht mal im Sonnensystem. So ist deshalb die Frage, ob es dort Leben gibt oder nicht, fast schon zweitrangig. Viel wichtiger wäre zu fragen, wie stark sind die inneren Planeten dieses Systems von solaren Auswürfen betroffen und wie sehr stehen sie unter dem Einfluss der Alfvén-Flügel? Das können wir hier nicht zur Gänze beantworten. Astronomen fehlen nach wie vor noch wichtige Daten, um weitergehende wissenschaftliche Meinungen zu formulieren. Gesichert ist jedoch, dass die 2 innersten Planeten starke plasmatische Zuflüsse aufweisen und ihre Atmosphären vermutlich schon im interplanetaren Raum ausgestreut und vom Sternenwind weggetragen wurden. Denn es gilt, obgleich TRAPPIST-1 nur ein roter Zwergstern ist, der bedeutend schwächer als die Sonne leuchtet und vielleicht 100-mal so lange lebt, sind die Planeten dem Stern doch so nah, dass sie von stellaren Ereignissen wie Flares sehr stark betroffen sind. Das ist natürlich für die Suche nach Leben eine große Herausforderung. Alle Planeten dieses Systems sind rotationsgebunden, sodass eine Seite einem ständigen Zustrom von Sonnenwinden und Strahlung ausgesetzt ist. Wenn wir von außerirdischem Leben sprechen, meinen wir damit zwangsläufig Leben nach terrestrischem Vorbild, denn nichts anderes kennen wir. Sollten wir auf den Planeten oder Monden des Sonnensystems Lebensformen finden, die vom irdischen Leben stark abweichen, könnten wir unsere Antennen neu ausrichten und hätten mehr Möglichkeiten der Entwicklung von extraterrestrischem Leben. Da dem jedoch nicht so ist, müssen wir davon ausgehen, dass auf dem Planeten von TRAPPIST-1 bislang kein Leben entstanden ist. Unsere Hoffnung, einen zweiten, belebten Himmelskörper zu finden, schwinden angesichts der ungeheuren Auswirkungen, die der rote Zwergstern, obwohl so zimperlich und klein im Vergleich zur Sonne, auf seine Planeten hat. Und doch ist kein anderes System gleichermaßen so faszinierend wie TRAPPIST-1. 7 Planeten, von denen jeweils 3 zueinander in orbitaler Resonanz stehen, gibt es so ausgeprägt sonst nur bei den Jupitermonden. Wobei das natürlich Monde sind und keine Planeten. Die himmlische Musik, die diese stabilen Umlaufbahnen generieren, ist natürlich nur von mir darübergelegt, doch sie zeigt, dass es nicht unbedingt eines intelligenten Designs bedarf, um Harmonie im Universum zu generieren. Vielleicht werden Menschen in einigen Jahrzehntausenden, sollten sie sich jemals zu einer interstellaren Spezies entwickeln, das Wunder dieser planetaren Resonanz live miterleben und staunen, wie stark von Wundern erfüllt der Kosmos sein kann. Unsere Reise ist für heute beendet. Doch seid euch sicher, dass ihr, wenn ihr bei Ögis Kosmos zu dieser Tour angetreten seid, noch viele weitere Abenteuer im Kosmos erleben werdet. Abonniert dazu einfach meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Es wird sich für euch lohnen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns in einer Woche wieder zu einer neuen Folge von Ögis Kosmos.